Hey, zack, bringt das ihn um. Ich so, hä? Ja, ich wollte es gleichberechtigt machen. Ich will, dass der Igel gewinnt. Scheiße, Mann, was. Ruhig doch, ey. Was soll ich jetzt gegen euch beide machen? Ich kann höchstens da rechts die zwei töten und dann. Geh auf Igel! Ey, das ist doch nicht wahr. Er hat sein Heiligtum. Wenn er sein Heiligtum behält, dann gewinnt er. Na ja, klar! Hallo, zwei Leben pro Runde! Ey! Da kommst du wohl nicht durch. Manu, du kommst da nicht durch. Kommst du nicht rein? Oh. Aber jetzt kommt er da unten nicht durch. Ja, du musst das Ding schon ablegen. Also Scheiße! Du bist zu dick, du hast so einen dicken Kopf. Ich muss auch. Ja, Manu, wir haben ja schon festgestellt, du bist zwar vielleicht nicht physisch. Ich hab's nicht raus! Geil! Schöne Position, du bist erstmal sicher. Scheiße, Mann, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das hier für eine Scheiße ist. Ich benutze jetzt einfach, auch wenn ich sterbe, ist mir egal. Andere Richtung. Ah, Termiten? Termiten funktionieren irgendwie nicht. Frettchen wäre die Idee gewesen. Frettchen, ja. Nee, obwohl, nee, die werden wahrscheinlich rechts hochgelaufen. Nee, ja, ich kann doch nichts mehr machen. Hätte aber der tolle Igel treffen können. Nee, ja. Ist zu weit. Oder? Nee, er hat ja jetzt die Termiten losgelassen, wo wir immer noch nicht wissen, wie die funktionieren. Oh. Ja, ich hab doch schon mal, die hab ich schon mal gesehen. Du musst auf einem guten Grund stehen. Dann kannst du. Ja, ich würde sagen, machen wir doch erstmal den hier platt, wa? Und damit du mal Frettchen siehst, ja, die Termiten graben sich in die Erde ein und machen dann halt irgendwie so zufällig so ein bisschen was. Okay. Gucken wir mal, ob ich auch ein Frettchen nach links. Nee, du kannst, glaube ich, nur in eine Richtung. Ja. Aha, du hast dich selbst mit erledigt. Geil. Oh, guck mal, das läuft und läuft und läuft und, läuft. Komm, töte den anderen Igel. Scheiße. Du hast dich doch selber auch mit erwischt, oder? An. Nein. Sah nur so aus. Oh Gott, ey. Boah, ja, ich bin noch nicht ganz wach, ey, um die Uhrzeit. Ich mute mich mal wegen dem Bimmeln hier. Welchen Bimmel? Keine Ahnung, bei ihm klingelt irgendwas. Ja. Er hört schon wieder ein Klingeln im Ohr. Vielleicht nimmt er jetzt auch Frettchen. Könnte er machen. Ja, würde ich ihm machen. Könnte sogar was werden. Warte mal. Nee, unten ist Wasser, da gehen die drauf. Und nach links bringt sich. Er müsste sich schon so drehen und dann die Frettchen loslassen, ja. Ja. Nee. So muss er so loslassen. Das so macht, nein, genau so, die, nein. Die oben rum. Nein. Doch nicht. Siehst du? Ah, stimmt, Grenne. Ah. Bäm. Skill, Mann, Skill. Wunderbar, was hat denn bei dir geklingelt? Telefon. Telefon? Wenn du jetzt nochmal Frettchen hättest, könntest du sogar den anderen Igel da oben erledigen. Ja, aber ich habe auch noch Frettchen, oder? Habe ich Frettchen? Nein, ich hab keine Frettchen mehr. Nee, ich glaube, man hat nur einmal. Aber du hast genug Kisten, die du erstmal sammeln kannst. Ich weiß. Und Minen, die du einsammeln kannst. Nee, die rechte hole ich mir nicht. Das wird zu gefährlich. Ja komm, flieg zu hoch, verdammt. Das ist doch nicht dein Ernst. Der kommt da echt hin. Ja klar, das ist der Igel. Was ich machen soll. Hast du nichts Schönes gesammelt? Hast keine heilige Granate oder so? Ich hasse dich, Igel. Hat gereicht. Blink it, carry on! Na toll. Hat mir da gesagt, was war das denn? Ein guter Zerg von dem tollen Igel. Zerg? Stand er echt Zerg? Nein, stand er nicht. Ich fang an. German Let's Play war der Wurm der Würmer. Der geile Igel sollte in einer Apotheke arbeiten. Der geile Igel findet eine gute Kiste einfach unwiderstehlich. Der geile Igel gewinnt den Kakerlakenpreis fürs Überleben. Team Demo hat uns gut unterhalten. Team Hallowed 1986. Das bleiben lassen. Hätte es gleich bleiben lassen können. Jetzt ist er stehen geblieben bei mir. Ja, bei mir auch. Team German Let's Play war am Schwu. Am genauesten. Schwul. Am bereit? Stehen. Oh, ich bin auf dem Desktop. Warum? Hat sich geschlossen. Warum? Bei mir auch. Hä? Bei mir auch. Okay, Leute, wir machen mal eine kurze Unterbrechung. So, Leute, da sind wir wieder. Hallo, ich bin auch Let's Player. Ja, hallo. Bei den anderen beiden Let's Player-Kollegen, Typen, da komischen Leuten, hat sich leider das Spiel mal kurzerhand verabschiedet, aber naja, dann können wir jetzt weitermachen, ne? Ja. Der Igel führt mit einer Runde. Hä? Ich hab gewonnen. Hä? Nein, der Igel hat gewonnen. Nein. Hä? Hä?
Hä? Was? Ja, 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 nein, ja, schön. Nee, zu viel. Weniger. Weniger ist manchmal. Da verändert sich gar nichts bei mir. Weil ich auch noch durchklicke. Jetzt müsste es sich verändert haben. Ja. So, Fässeranzahl noch ein bisschen hoch und dann geht's los. Mehr Käse heißt mehr Löcher. Mehr Käse heißt mehr Käse heißt mehr Käse. Das bedeutet ja mehr Löcher. Mhm. Mehr Käse heißt mehr Löcher. Mehr Löcher heißt mehr Käse. Nee, toll, ich werde direkt abge... Nee, ja, Igel wurde abgeschossen. Nee, weniger Käse. Boah, schmeckt das geil. Oh, ey, ich wollte mich nicht bewegen. Aha. Ah, jetzt hab ich direkt Fehler gemacht wie der Manu. Ah. Aber du kannst den König von unten bremsen. Ja, Mann. Ah, jetzt haben wir auch die ganzen draußen Waffen. Haha. Sache. Schön, schön, schön. Aber weißt du, was ich am liebsten machen würde? Aber wenn ich Bam wäre, hätte ich jetzt einfach ist das Ding? Maulwurf? Nein. Ach, ich muss jetzt erstmal was machen. Luftangriff? Ich sag's dann gleich. Nein. Ihm Magnet. Fehlen die Worte. Magnet. Naja, du meinst einen Abstoßenden oder einen Anziehenden? Moonjump! Der hat dir gerade Moonjump gesagt! Ja. Wie viel Glück hat der Seekönig, bitte? Ja. Naja, er hat. Beide Minen haben ihn nicht erwischt, also ja, knapp. Ich hätte vielleicht was Leichteres nehmen sollen, einfach nur einen Schuss mit dem Gewehr oder sowas, wäre vielleicht besser gewesen. Ja. Du bist voll lame, ey. Boah, ey, wie scheiße stehe ich denn da? Oh, das ist. Boah, ich bin immer noch nicht dran. Ich will zocken. Das hätte ich sehen müssen, lieber. Da hättest du jetzt zwei weniger gehabt, schade. No. Oh, Notreportation. Ja, erstmal hier ein bisschen anders aufteilen, das geht ja gar nicht, ey. Drei Leute direkt auf einem Platz. Schade. Oh, Seekönig! Hallo, na? Na, was ist mit dir los? Der hat keinen Glück. Oh, jetzt bleib, wenn ich ihn da runterkicke, dann bleibt er doch da unten an dem Scheißding hängen. Du bist ja gar nicht dran. Nee, ja. Scheiße, Mann. Baseballschläger gibt es nicht, ne? Natürlich. So. Alle Waffen aus dem ersten, zweiten, dritten und was auch immer. Aus jedem Teil alle Waffen. So. Na, nicht ganz. Ich glaube, Armageddon gibt's hier nicht, oder? Soweit ich weiß, ist auch alle von dem zweiten Teil drin. Also müsste es das geben. Wahrscheinlich nur sehr selten irgendwie. Ja! Wow! Der war schön, der war schön. Ob der geplant war, weiß ich nicht, aber das war wirklich schön. Ja doch, ich wollte ja da rein, aber... Geile Aktion, ja. Manu. Alle unter die Kommentare schreiben. Geile Aktion, Manu. Oh, er fängt ja wieder mit dem Scheiß an, ey. Ja, es klappt aber, ist doch schön. Das ist richtig schön. Jeder, der geile Aktion schreibt, wird geblockt. Nein. Und hier durften sie mich voll spammen mit geile Aktion, Herr Lord Weiß. Ja, ist ja auch was anderes. Nein, könnt ihr natürlich schreiben. Ich werde euch dann nur zwischendurch blocken. Ich werde dann halt vorne. Ich sehe gerade eine Zigarette, ist voll gerade ungünstig. So, was machen wir jetzt? Oh, du Armer. Ja, los. Baseball. Ich glaube, ich hatte 30 Kommentare davon. Hier von wegen geile Aktion, Igel. Oh, na klasse. Tolle Aktion. Was war das denn? Geile Aktion, Igel. Schlechte Aktion, Igel. Ja, genau. Geile Aktion, ey. Genau, als Kanalkommentar beim Igel. Geile, schlechte Aktion, Igel. Oder einfach, you are so lame. Nein, 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 das nicht. Jeder, der das schreibt, den blockt Hello. Was habe ich überhaupt für Waffen nehmen gerade? So für zu ver. Ach Gott, was habe ich jetzt genau angedeutet? Da. Ich schreib's doch eh, die kaputten. Nein! Ey, was soll das denn? Ich dachte, die bohrt sich viel weiter. Geil. Nein. Oh Mann! Wie wir alle verkacken gerade. Und wie ich nur Schaden bekommen hab. Ja. Wer spielt? Musst du ja an dir vorbeiziehen. Alien Swarm. Oh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den geaddet hab. Wer ist denn das? Oh Gott. wer bist denn du? Ja, ich hab ihm gerade mich auf Offline gestellt, weil im ersten Match war viel zu viel davon zu sehen, dass viel zu viele Leute online gegangen sind. Das muss ich alles rausretuschieren. Herr Lott, wie ist denn das bei dir, dass du ich bin geil. Du hast doch gar kein Steam. Wie kannst du das hier spielen gerade? Scheiße. Verrat das doch nicht. Dass du kein Steam hast. Du kannst doch nicht sagen. Was sollen denn die Leute von dir denken? Echt, ey. Er ist auch ein Let's Player. Ja, selbst schuld. Ich hab ja eine Idee. Ja, nein, warten auf andere Spieler. Nee, da kann ich mich nicht bewegen. Ich könnte da was machen oder hier was machen. Aber hier lohnt sich eigentlich nicht. Nee, ich mach hier. Rip the doodle. Ich hab da nämlich. Mir ist da nämlich was eingefallen. Was ich tun könnte. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Idee. Oh, Assi, du!
Ach, dann nehme ich halt wieder meinen. Bodycheck hier gegen die Wand, ey. Du hast eigentlich so wenig Ninja-Seile gemacht. Das ist Standardeinstellung. Ja, weil du mich hast. Wie viele willst du bitte haben? Außerdem, echt mal, acht Stück reichen nicht? Hä? Nee, ich habe mehr als zwei eingestellt, definitiv. Ich habe zwei. Wirst du wieder mal benachteiligt. Ja, weil ich so gut bin. Ey, was hast du mit der schwarzen Hand vor? Oh, dann wird jetzt böse. Ich schaffe. Naja, ey, Mikro, wenn du das nicht hinkriegst, Schon geschehen. Großes Aua. Geile Aktion, Igel. So. Nee, aber Manu ist dran. Manu muss jetzt Kranzhaare kriegen. Nee, Manu ist gar nicht dran. Hello hat auf meinem Kanal gekriegt, ich hab auf Manus Kanal und er kriegt jetzt auf deinem Kanal, so. Wie dumm. Der ewige Scheißlauf. Schere, Stein, Papier, Prinzip. Immer sein scheiß Erdbeben. Ich liebe das Erdbeben, das ist die coolste Waffe. Oh Gott, ich hab einen von mir getötet. Egal! Aha. Hauptsache Erdbeben, ne? Ja! Jetzt ist alles neu gemischt hier. Ich weiß, dass ich sie haben will, ja. Ich weiß auch, dass ich mich hier mal rauszoomen will, beziehungsweise nicht immer dieselbe Ecke sehen will. Okay, ich hätte jetzt eigentlich eine ganz andere Aktion vorgehabt, aber Smart TP steht zu günstig.